Hallo, mein Name ist Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, Teil des Teams des Hochschuldidaktischen Zentrums hier und damit mitverantwortlich für Planung und Umsetzung des Tag der Lehre. Dieser Tag der Lehre, da kann jeder und jede kostenlos teilnehmen und sich jetzt anmelden. Dazu herzliche Einladung, das auch zu tun, weil da gibt es so großartige Referenten und Referentinnen wie die beiden, die hier im Raum mit mir sind. Dagmar, stell dich bitte vor. Hallo, mein Name ist Dagmar Achern und ich leite das Zentrum für Hochschuldidaktik an der FH Campus 02. Wunderbar. Und der Günther, bitte. Hallo, grüß euch, mein Name ist Günther Zulus. Ich bin stellvertretender Kollegiumsleiter der Fachhochschule Campus 02 und auch FH-Professor für Rechnungswesen und Controlling bei uns. Wunderbar. Dann würde mich doch brennend interessieren, was bringt ihr zu dieser Online-Ausgabe des Tag der Lehre mit, liebe Dagmar? Wir haben einen Artikel oder einen Beitrag zum Thema E-Assessment verfasst und wollen mit den Teilnehmerinnen zusammen besprechen, wie man E-Assessment umsetzen kann, was es für Probleme gibt, welche Vorteile es gibt. Und wir wollen da ganz viel aus dem Nähkästchen plaudern. Okay, und Günther, in deinem Nähkästchen zuallererst liegt was? Ja, gute Frage. Na, es geht letztlich darum, dass wir schauen und auch darüber plaudern wollen, wie wir im Lockdown sozusagen unser Prüfungsbetrieb abgehalten haben und was wir daraus gelernt haben. Also wir haben da einiges ja, selbst gestrickt, aber ich glaube, ganz gute Lösungen auch erarbeitet für uns im Haus. Und das würde man gerne teilen mit den Teilnehmern. Dagmar, was ist denn so die allergrößte Herausforderung bei E-Assessment, die dir spontan einfällt? Ja, die schriftlichen Prüfungen waren, glaube ich, die größte Herausforderung. Wir haben uns in unseren Studierenden verpflichtet gefühlt, dass wir den Prüfungsbetrieb, wenn möglich, so weiterführen, wie er war. Und dann hat sich natürlich die Frage gestellt, was machen wir mit den schriftlichen Prüfungen? Sollen wir so ein professionelles Proctoring-System verwenden? Wir haben uns dagegen entschieden, auch deswegen, weil wir sehr viele berufsbegleitende Studierende haben und die oft mit Firmencomputern arbeiten, so das wäre ein Problem, und haben dann eben so Lösungen nachgebaut. Mit Videoüberwachung und teilweise mit Moodle, E-Klausuren, aber auch Paper-Pencil-Klausuren. Das sehe ich große Stirnrunzeln, Christian. Das ist Ja, also spannend. ich sag das auch gerne in diesem Interview und auch gerne in diesem Video. Also habe ganz große Probleme mit dem Überwachungsgedanken. Und ich glaube, das können wir besser. Günther, gibt es da nicht wirklich andere Optionen als Überwachung? Weil für mich kommt das ganz, mir fällt das ganz schräg ein. Ich sage das ganz offen. Naja, die Überwachung ist ja nichts anderes als im Hörsaal. Auch hier überwachen regelmäßig alle. Das heißt, wenn eine Klausur im Präsenz stattfindet, gibt es eine Klausuraufsicht, die schaut, dass die Eigenständigkeit der Leistungsbeurteilung so gut wie möglich sichergestellt ist. Und davon wollten wir uns nicht ganz verabschieden. Also das war uns durchaus noch ein Anliegen, dass es zu individuellen, eigenständigen Lösungen kommt im Rahmen der Prüfungstätigkeit. Und das ist auch letztlich ein Gebot der Fairness, das die Studierenden auch einfordern. Also die sozusagen eine eigenständige Leistung erbringen. Die wollen das auch, dass das von den anderen eingefordert wird. Also, Okay, ja, aber passt ja, schon. es gibt viele Varianten. Wir haben auch andere Sachen probiert, aber ja, darüber können wir ja gerne austauschen und auf das freuen wir uns auch. Genau, wunderbar. Das heißt, da haben wir auch eine schöne Diskussionsgrundlage. Dagmar, welche Option hat sich denn bei euch am ehesten bewährt, am stärksten bewährt? Bei den schriftlichen Prüfungen oder Naja, allgemein? also allgemein bei E-Assessment, was war so was, wo du sagst, da freust du dich, dass das gut gelungen ist? Also was bei den Studierenden und bei den Lehrenden auf großen Anklang gestoßen ist, sind die mündlichen Prüfungen wieder via Videokonferenztool. Das ist einheitlich eigentlich, kommt die Meinung, dass man auch nach dem Lockdown oder auch jetzt das weiterverfolgen möchte, weil es einfach flexibler ist, weil die Lehrenden und auch die Studierenden nicht die Antwort in Kauf nehmen müssen. Übrigens, die Betreuung der Studierenden hat auch sehr gut funktioniert, eben durch diese Flexibilität. Also das ist etwas, was sicher andenken werden, auch weiter so handzuhaben. Die schriftlichen Prüfungen, das ist der Wunsch der Studierenden ganz stark, dass sie die dann doch wieder an der FH schreiben können, wenn es möglich ist. Obwohl ich da jetzt auch eine Lanze brechen muss, wir haben ja eine Evaluierung durchgeführt, die wir dann auch beschreiben werden unter allen Lehrenden und Studierenden. Und da ist sehr, sehr oft positiv hervorgehoben worden, dass eben die Studierenden das Semester beenden konnten und dass alle Prüfungen wie geplant im Sommersemester durchgeführt werden konnten. Das ist natürlich auf große Zustimmung gestoßen. Okay, Günther, ein Anliegen, was du willst, mit dem Teilnehmer des Tag der Lehre von eurem Beitrag weggehen, das du noch uns mitgeben magst.
Aber letztlich ein Erfahrungsaustausch. Ich bin auch gespannt, in Austausch zu treten mit den Teilnehmern, wie es woanders passiert ist. Also wir wissen ja auch, wir haben ja auch das, wie soll ich sagen, das, die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen, wie man so schön sagt. Wir haben auch halt unsere Lösungen gestrickt. Und ja, ich hoffe, dass wir ein bisschen was weitergeben können, wie es bei uns funktioniert, aber auch gleichzeitig was mitnehmen können von dem Ganzen, um bei uns auch das entsprechend in bessere Bahnen, noch bessere Bahnen zu lenken, natürlich. Wunderbar, dann freuen wir uns auf einen spannenden Beitrag und eine gute Diskussion beim Tag der Lehre. Jetzt anmelden. Bis dahin, alles Gute.